Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um den Beckenboden der Frau. Da laufen ja viele Funktionen zusammen, die Sexualität, das Wasserlassen, die Verdauung. Und im Laufe der Jahre oder weil man Kinder bekommen hat, kann es passieren, dass der Beckenboden sich absenkt oder auch gleichzeitig, dass eine Inkontinenz auftritt. Und wir sprechen heute über die Therapien dazu. Bei mir ist Setare Hushi, sie ist Chefärztin der Gynäkologie an der Asklepios-Klinik Wandsbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Hushi. Und sagen Sie mir, mit welchen Symptomen kommen normalerweise Ihre Patienten zu Ihnen? Das können unterschiedliche Symptome sein. Die Patientin kann kommen mit einem Druckgefühl in der Scheide nach außen. Sie kann kommen mit einem häufigen Wasserlassen, Inkontinenzbeschwerden. Das heißt, dass sie unwillkürlich Urin verliert in Situationen, wo sie unter Belastung ist. Und was noch? Grundsätzlich kann es insgesamt auch Probleme geben mit dem Stuhlgang, dass der Stuhlgang schwer herauskommt, dass sie den Stuhlgang nicht gut halten können, dass sie insgesamt sehr ihren Beckenboden spüren und das Gefühl haben, dass da etwas nicht gut funktioniert. Bei so einer Beckenbodensenkung, was ist denn da eigentlich alles dran beteiligt dann im Unterleib? Ja, das ist nicht so ganz einfach. Die meisten denken, es ist nur die Gebärmutter, die sich senken kann. Es ist aber so, dass auch die Scheide sich natürlich senken kann. Und auch Frauen, die keine Gebärmutter haben, können eine Senkung der Scheide haben. Da ist es so, dass die Scheidenwände sich herabsenken und die Organe, die in der Nachbarschaft sind, also Blase, Darm, die können mit runterdrücken und eben auch dann in der Funktion beeinträchtigt sein. Das heißt ja dann im Grunde genommen, das sagten Sie ja auch schon, dass alles betroffen sein kann. Was ist denn der Klassiker bei Ihnen? Also wie sieht denn eine typische Patientin aus, die bei Ihnen in die Sprechstunde kommt? Also was ist der häufigste Fall? Also meistens sind das Frauen, die schon jenseits der Wechseljahre sind. Das heißt, sagen wir mal, 5 Jahre nach Ende der Blutung. Es können ältere Frauen sein, es können Frauen, jüngere Frauen sein. Das ist einfach so ein Durchschnitt. Und die kommen eben dann mit Beschwerden, dass sie sagen, ich habe das Gefühl, da drückt irgendwas in der Scheide raus. Ich habe da was gesehen, ich habe in den Spiegel geguckt. Das ist etwas, das ist neu. Das habe ich vorher noch nicht gesehen. Mhm. Das ist zum Beispiel dann eine Senkung. Mhm. Und da ist dann etwas sichtbar. Die Scheide ist ja sonst geschlossen. Da ist etwas Neues sichtbar. Oder eben die Patienten kommen und sagen, ich jetzt laufe mit meinen Enkelkindern, möchte denen hinterherlaufen und da habe ich mir in die Hose gemacht. Das geht jetzt nicht mehr, das kann ich nicht machen. Oder ich kann nachts nicht schlafen, weil ich alle 2 Stunden aufstehen muss zur Toilette. Das sind alles Funktionsstörungen des Beckenbodens, die sich unterschiedlich äußern können. Ja, ach so, und unsere klassische Patientin jetzt, also die hat jetzt, die spürt irgendwie, dass etwas sich gesenkt hat. Die hat eine... Ist sie noch inkontinent? Die kann natürlich auch inkontinent sein. Es kann ja so eine Kombination sein. Ja. Manchmal ist es so, dass die Patienten eine Senkung haben, also die Frauen, die zu mir kommen, eine Senkung haben. Deswegen kommen sie. Und da ist es so, dass sie manchmal früher Inkontinenzbeschwerden hatten. Also wenn ich danach frage, dann sagen die, ja, früher habe ich, wenn ich Sport gemacht habe, habe ich ein bisschen Urin verloren. Das ist aber jetzt nicht mehr so. Oder aber... wenn die Senkung sehr ausgeprägt ist, dass sie dann sagen, ja, manchmal in seltenen Situationen, wenn ich dann das Gefühl habe, es ist ganz viel in der Blase, dann läuft alles auf einmal raus und ich habe da gar keine Kontrolle. Das ist dann eher eben der Senkung geschuldet. Das ist ja schon eine Einschränkung auch so im täglichen Ablauf. Auf jeden Fall. Ablauf, ne? Auf jeden Fall. Es ist ja so, dass man sagen muss, eine Senkung ist nicht etwas, was unser Leben verkürzt, aber es kann unsere Lebensqualität absolut beeinträchtigen. Das heißt, es kann dazu führen, dass man sein Leben komplett nach dem Beckenboden richtet, dass man keinen Sport mehr macht, dass man nicht mehr rausgeht, dass man nicht mehr trinkt, einfach nicht mehr an den Aktivitäten draußen teilnimmt. Und das kann alles mit einem Problem des Beckenbodens zusammenhängen. Oder jede Tankstelle kennt, ne? Genau. Wenn ich jetzt so zu Ihnen kommen würde, was machen wir da bei unserem ersten Termin? Bei unserem ersten Termin ist es so, dass ich immer erstmal ganz ausführlich nach der ganzen Anamnese frage. Das bedeutet, ich frage nach
Alter, wann die letzte Blutung war, wie viele Kinder die Frauen geboren haben, was für Vorerkrankungen sie haben, nach Größe, Gewicht. Das ist sozusagen eine ganz ausführliche Befragung. Danach machen wir eine gynäkologische Untersuchung. Das heißt, das ist so ähnlich, wie das normal beim Frauenarzt auch bekannt ist, wo man zur Vorsorge hingeht. Das heißt, auf dem gynäkologischen Stuhl gucken wir einmal die Scheide an, machen einmal Ultraschall, gucken die Blase, die Harnröhre an, die Gebärmutter gegebenenfalls. Und dann bei Inkontinenzbeschwerden machen wir dann auch noch Spezialuntersuchungen, wie so eine Blasendruckmessung oder eine Blasenspiegelung, damit wir ganz genau rausbekommen, wo liegt das Problem der Frau. Also eine Blasenspiegelung bedeutet, Sie gehen rein mit einer Kamera in die Blase und gucken. Was genau. Gucken Sie sich denn da an? Wir gucken uns einmal die Schleimhaut an. Wir gucken uns einmal an, ob da es Auffälligkeiten gibt, Rötungen, ob da ein Tumor ist, ob die Wand der Blase verändert ist. Weil eine Veränderung der Wand der Blase kann zum Beispiel dazu führen, dass man häufigeren Drang hat. Genau, das wäre dann eine Form der Inkontinenz. Genau. Also die nicht die zu viel Druck von oben hat, sondern die, wo die Muskulatur so ein bisschen verrückt spielt. Ne? Genau, wo die Muskulatur verrückt spielt und wo man einfach ganz, ganz häufig das Gefühl hat, dass man zur Toilette muss. Und da berichten die Frauen ganz häufig, dass sie dann gehen mit einem maximalen Drang und es kommt nur ganz wenig. Mhm. Ja, und das andere, was Sie sagten, eine Blasendruckmessung. Eine Blasendruckmessung, was ist das? Das ist eine Untersuchung, wo wir bei Inkontinenzbeschwerden rauszubekommen versuchen, woran es genau liegt. Also es ist ja so ein Funktionskreis, Blase und Harnröhre, die dazu führen können, dass wir normal Wasser lassen. Und es kann eben sein, dass gerade bei einer Blasendruckmessung, also erst eine Füllung der Blase erfolgt, wo man dann feststellt, ist der Blasenmuskel entsprechend elastisch dehnbar oder haben die Frauen das Gefühl, die Blase kann gar nicht gefüllt werden, dass sie einen maximalen Drang haben oder auch schon Urin verlieren während der Füllungsphase? Und dann gibt es einen Teil der Untersuchung, wo der Verschlussdruck der Harnröhre gemessen wird. Das heißt, wie gut kann der Blasen, der Schließmuskel der Blase die Blase zuhalten. Ja. Und wenn da der Druck nicht gut genug ist, das ist eben altersentsprechend, also jemand mit 50 muss einen anderen Verschluss haben als mit 25, dann kann das erklären, warum jemand zum Beispiel eine Belastungsinkontinenz hat. Das heißt, Druck von oben, der Verschluss ist nicht mehr gut genug. Aha. Das können wir bei dieser Messung alles sehen und dann entsprechend auch eben die Frauen beraten, wie es weitergehen soll. Aha, das heißt also, ab da wissen Sie, ob und wenn ja, welche Art der Inkontinenz vorliegt und ob und wenn ja, welcher Bereich des Beckenbodens sich abgesenkt hat. Genau. Und dann sagen Sie so, Frau Kahler, jetzt zum OP? Kann man natürlich machen. Das Gute ist, dass wir gerade bei diesen Funktionsstörungen vom Beckenboden mit den Frauen genau besprechen, was sie sich vorstellen. Wir können ihnen alles erklären, was man in dieser Situation machen kann. Es gibt operative Möglichkeiten, es gibt konservative Möglichkeiten. Das heißt, ich stelle alles, was möglich ist, vor. Ich sage zum Beispiel, bei einer Belastungsinkontinenz gibt es die Möglichkeit, Physiotherapie zu machen, gezielt ein Medikament einzunehmen. Ich kann noch eine Elektrostimulation machen. Das ist so ein Gerät, was so ein bisschen Bewusstsein für den Beckenboden erzeugt und aber auch mit Strom so ein bisschen die Muskulatur kräftigen kann. Ich kann eine OP machen und ein Band einlegen. Und alle diese Möglichkeiten kann ich den Frauen vorstellen und ihnen sagen, was können sie sich vorstellen. Natürlich mit allen Vor- und Nachteilen. Gibt es nicht einfach nur eine ordentliche Tablette? Das wäre so schön. Der Beckenboden ist ganz, ganz komplex und eine einfache Tablette kann vielleicht für die eine Frau richtig sein, aber für die andere nicht. Mhm. Und das ist eben schön, dass wir mit den Frauen, die wir sehen, zusammen entscheiden können, was für sie am ehesten in Frage kommt. Da arbeitet man ja, glaube ich, auch erstmal eine Zeit lang mit einem Pessar, oder? Kann man auch machen, genau. Das habe ich vergessen zu nennen. Die Pessare sind auch eine Möglichkeit. Das sind Hilfsmittel, meistens aus Silikon, manchmal aus Kunststoff, die man in die Scheide einlegen kann, die eben dann auch sowohl eine Senkung beheben können, als auch zum Beispiel eine Belastungsinkontinenz. Genau, wobei ja auch immer wieder, glaube ich, spannend ist zu sagen, dass die Scheide selber gar keine Empfindungen hat. Genau. Und dass man ja deshalb eigentlich auch so ein Passat eigentlich gar nicht merkt. Aber irgendwann kommt dann vielleicht doch der Moment, wo man sagt, Frau Huschi, jetzt bitte Sie. Und jetzt frage ich mich, also wir hatten ja diese Beispielpatientin mit der Beckenbodenabsenkung und der Inkontinenz. Wie gehen Sie das jetzt an? Mhm.
Also, wenn die Patientin zum Beispiel schon einen PSA versucht hat, habe ich ja manchmal Patienten, die sagen, also im Moment passt es nicht, ich muss jetzt arbeiten, ich komme in einem halben Jahr oder in einem Jahr wieder. Und die kommt dann und da ist mit dem PSA gut zurechtgekommen. Da haben wir dann auch schon festgestellt, aha, es funktioniert. Also wenn das PSA drin ist, ist die Blase leichter zu entleeren. Aber sie sagt vielleicht auch, ja, aber ich habe mehr Inkontinenzepisoden. Die hatte ich vorher nicht, wenn die Senkung da ist. Oh ja. Dann würde ich mit ihr besprechen, was man dort operativ machen kann. Da gibt es die Möglichkeit, die Scheidenwände zu raffen. Das ist natürlich je nachdem, wo die Senkung ist. Es ist, besteht die Möglichkeit, die Gebärmutter zu entfernen oder aber auch sie zu erhalten, sie aufzuhängen, wenn da eine Senkung ist. Und dann kann man natürlich auch entscheiden, ist das ein Operationsweg vaginal? Ist das etwas, was man endoskopisch, also mit so einer Schlüssellochchirurgie macht? Ist das vielleicht etwas, was man offen macht? Das ist eher etwas, was wir immer weniger machen. Also das heißt, die OPs sind zwar jetzt nicht ganz kurz, die können auch mal 2-3 Stunden dauern. Möglich ist das. Aber dadurch, dass es eben entweder vaginal oder endoskopisch gemacht wird, ist es ein sehr schonendes Vorgehen. Die Frauen sind 2-3 Tage im Krankenhaus. Diese Sachen besprechen wir. Und dann besprechen wir, okay, was machen wir mit der Inkontinenz? Können wir das alles zusammen operieren? Muss man es in 2 Schritten machen? Es ist häufig so, dass Patienten, die eine Inkontinenz und eine Senkung haben, bei der Raffung des Beckenboden-Bindegewebes dann auch wieder eine Kontinenz haben, dadurch, dass der Halt dort verbessert ist. Mhm. Und das warten wir häufig ab und machen das dann manchmal in 2 Eingriffen, sodass manchmal auch an der Inkontinenz nichts mehr gemacht werden muss, dadurch, dass die Senkung ausreichend korrigiert wurde, die Inkontinenz auch behoben ist. Ich glaube, jüngere Patientinnen fragen Sie häufiger wegen des Erhalts der Gebärmutter, genau. Oder? Ja. Also bei jungen Frauen ist es sowieso so, dass wir einen Fokus daran haben, die Gebärmutter zu erhalten. Es ist bei einer Senkung ja nicht so, dass die Gebärmutter erkrankt ist. Der Halteapparat der Gebärmutter funktioniert einfach nicht. Das heißt, das ist eigentlich ein gesundes Organ. Und es gibt bestimmte Gründe, wo man dann eher empfehlen würde, Teile der Gebärmutter, die gesamte Gebärmutter zu entfernen. Das ist, wenn die sehr groß ist, wenn sie mit ihrem Eigengewicht viel drückt. Und wenn man denkt, dass man durch eine Befestigung der Gebärmutter nicht ausreichend Halt hätte. Da würden wir vielleicht empfehlen, die Gebärmutter zu entfernen. Da gucken wir eben auch dann ganz individuell. In den meisten Fällen ist es aber so, dass wir die Gebärmutter erhalten können. Ein Stichwort fällt mir noch ein und das heißt Netz. Also das ist ja auch so ein Traum. Man spannt wie so eine Hängematte einfach ein Netz unter den Beckenboden und dann wird schon alles gut. Ja. Sehen Sie aber nicht so, ne? Naja, nicht ganz so. Also als die Netze auf den Markt gekommen sind, haben wir uns natürlich total gefreut, weil wir gedacht haben, das ist jetzt die Lösung für alle Frauen. Die müssen nur noch einmal operiert werden und dann ist gut. Und dann hat es sich aber herausgestellt, dass die Netze eben auch viele Komplikationen machen können. Die werden ja an den Beckenbodenknochen, also am Hüftknochen befestigt, oder? Nein, nicht so richtig. Also häufig ist es eben so, dass sie an bindegewebigen Bändern teilweise befestigt werden. Da gibt es ja inzwischen auch ganz viele unterschiedliche Netze, die unterschiedliche Befestigungsformen haben. Die werden teilweise mit Fäden befestigt. Manchmal werden sie nur ins Gewebe reingelegt. Das Problem bei den Netzen ist, dass sie eben, also bei den vaginalen Netzen, dass sie immer zwischen den Organen liegen. Also das heißt zwischen Scheide und Blase oder zwischen Scheide und Darm. Und da kann es eben zu Komplikationen kommen. Das heißt, es kann mal Schmerzen geben, es kann zu Schrumpfungen kommen, die können einwandern in die Blase, in den Darm. Und deswegen ist es eben so, dass es da eine ganz offizielle Empfehlung gibt in Deutschland, aber auch weltweit. Da sind die Kollegen in den anderen Ländern sehr zurückhaltend auch mit Netzen, dass man sagt, wir machen ein Netz dann, wenn jemand ein Rezidiv hat. Das bedeutet, dass die Senkung wiedergekommen ist in kurzer Zeit. Und man muss natürlich die Patienten darüber aufklären, dass es mal sein kann, dass da vielleicht vermehrt Schmerzen auftreten. Okay, jetzt gehen wir aber davon aus, alles ist gut gelaufen, nach Wunsch von allen, der Patientin und auch von Ihnen. Ich war ein paar Tage bei Ihnen und werde jetzt nach Hause entlassen. Und mache ich dann weiter wie vorher? Grundsätzlich ist es immer so, dass ich nach dieser OP sage, Sie sollten sich erstmal ein paar Wochen körperlich schonen, also zwischen 4 und 6 Wochen. Vier und sechs Wochen. Genau, körperlich schonen. Das bedeutet so ein bisschen, als wäre ich auf Kur oder im Urlaub. Also das heißt, nicht Großeinkäufe mit 20, 30 Kilo tragen. Ich sollte vielleicht, wenn ich Gewichtstraining im Fitnessstudio mache, das ein bisschen aussetzen. Spaziergänge, Fahrradfahren geht nach 3 Wochen. Solche Sachen gehen natürlich. Schwimmen, wenn alles abgeheilt ist, geht auch. Das heißt, man braucht diese Heilungszeit. Man sagt immer, eine Wundheilung, egal wo ich im Körper was operiere, dauert so 2 Monate, bis sie abgeschlossen ist. Und in dieser Zeit muss ich das Gewebe einfach verfestigen. Danach dürfen Sie wieder alles machen. Das ist ja der Sinn der Aktion. Ja, woran merke ich denn, dass ich mich übernehme nach so einer Operation? Das merken Sie nicht unbedingt. Ach. Sie sollten sich einfach da ein Fenster machen, dass Sie wirklich sich schonen können. Aber was passiert denn, wenn ich mich nicht schone? Das kann wieder zu einer Senkung kommen.
Ah. Genau, und das ist natürlich dann schade, weil wir natürlich eine OP haben, die natürlich, wie alle OPs, auch Risiken haben kann. Bei diesen Beckenboden-OPs sind nicht so sehr riskant, aber natürlich möchten Sie ja nicht sofort wieder ins Krankenhaus. Nein, natürlich nicht. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.